Hallo, hier mal ein kleines Experiment, eigentlich mehr durch Zufall entstanden. Ich hoffe, dass das so einigermaßen passt und dass ich durch das Reden nicht zu stark abgelenkt werde. Mal gucken. Wir befinden uns hier auf dem Weg oder im Sinkflug nach Genua. So. In der MD-80 von Leonardo. Und der Wind steht gerade so ungünstig, dass wir einen Circling Approach machen müssen. Denn nur die Piste 28 in Genua hat ein ALS und der Wind kommt gerade aus 1 zu 0 mit 12, glaube ich. Schauen wir uns das nochmal an. Jo. Wir befinden uns hier kurz vor dem Intercept auf das ILS der Piste 28. Das Ganze schaut so aus. Wir müssen aber in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Das heißt, einen Circling Approach durchführen. Ein Circling Approach ist im Prinzip erstmal nichts anderes als ein Visual Approach. Mit dem Unterschied, dass ein Circling Approach immer oder so gut wie immer auf einen Instrumentenanflug sich anschließt und die und der die Landebahnausrichtung, auf der man dann letztendlich landet, um mehr als 30 Grad von der Ausrichtung des Approaches an sich unterscheidet. In dem Fall hier sind es 180 Grad, das ist ein klassisches Circling. Fliegen das hier nicht published, das heißt, es gibt auch Circlings mit vorgeschriebenen Flugwegen, also Circling with prescribed tracks. Das machen wir hier nicht. Wir machen hier die andere Variante. Moment. So, da unten sehen wir schon den Flughafen. Ich drehe mal kurz den Speed ein bisschen runter. Flaps 15. Das Ganze kann in verschiedensten Varianten durchgeführt werden. Entscheidend ist eigentlich nur, dass man auf den entsprechenden Teilen des Circlings nicht die minimalen Höhen überschießt und untersinkt. Ja. Und dass man nicht aus der Circling Area hinausfliegt. Wie das Ganze vonstatten geht, ist jedem Operator, jedem Flugzeug selber überlassen. Die MD-80 von Leonardo liefert hier das Operating Manual mit Procedures and Techniques. Und hier ist das Ganze eben so definiert. Ich komme gleich noch drauf zurück. Wir sinken jetzt auf dem ILS und zwar bis zum Minimum, das fürs Circling veröffentlicht ist. Das ist hier unten. Wir sind Anflugkategorie Charlie. Das heißt, unser Circling ist auf 1360 Fuß. Das ist die minimale Höhe, auf die wir sinken dürfen. Wir machen das Ganze, würde ich sagen, so bei 1500, nur um sicher zu gehen. Und da findet dann der sogenannte Breakoff statt. Das ist dann dieser Punkt, bei dem der Turn nach rechts eingeleitet wird. Das wird ein bisschen spannend. Ich habe das Ganze offen gestanden noch nie so wirklich mit dem Autopiloten gemacht. Es kann sein, dass das Ganze ein bisschen anders abläuft. So, laut Anleitung der MEDDOC fliegen wir einen Kurs, der um 60 Grad abweicht zum eigentlichen Anflugkurs. Hier rechts oder links. In dem Fall hoffentlich für alle ersichtlich, dass wir nicht nach rechts drehen, sondern nach links, wo das wunderschöne Wasser ist.
und diese 60 Grad für 45 Sekunden halten. So, Altitude Hold, Heading Select. Wir finden uns bereits in Anfluggeschwindigkeit. Machen noch einen Ticken schneller. Klappenstellung passt auch soweit. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Uhr zu starten. Die startet man bei Beginn des Turns. Und dann warten wir 45 Sekunden. Nach diesen 45 Sekunden drehen wir nennen wir es mal den Gegenanflug, so wie es hier steht, den Downwind. Und fliegen bis zur Pistenschwelle der anderen Seite, wo wir eigentlich landen möchten. Von dort aus geht ein Timing los, das ist hier jetzt nicht weiter vermerkt. Für gewöhnlich sind das 3 Sekunden pro 100 Fuß. Hier sind wir 1100 Fuß, das heißt 33 Sekunden lang fliegen wir dann noch geradeaus. Und dann fangen wir an, nach links zu drehen, Richtung Endanflug. Und starten hier den Sinkflug. So, die 45 Sekunden sind mehr als um. Aber die Circling-Errors sind in der Regel breit genug bemessen, sodass da kleinere Abweichungen ruhig möglich sind. Außerdem ist das ja schlechtweg ein Visual Approach. Der ist nicht immer so genau. So, hier ist jetzt die Piste in Sicht. Machen wir mal das Terrainradar an. Will der jetzt von uns? Ach was, naja. Hier sehen wir, viel Platz bleibt nicht. Ja, also immer ein bisschen aufmerksam sein dabei, aber nicht auch nicht den Kopf verlieren. Wie gesagt, es ist immer noch ein Sichtanflug. Vielleicht zu der Frage, was passiert, wenn das nicht gelingt und man durchstarten muss, das klären wir vielleicht in einem anderen Video. Das wäre mir hier jetzt ehrlich gesagt zu stressig. Es sei denn, ich muss selber durchstarten. Mal gucken. Wir haben auch nicht allzu viel Platz nach vorne, also die 33 Sekunden sind schon mehr als genug. Für den Fall, dass wir in den 33 Sekunden recht zu nah an die Berge rankommen, muss ich früher eindrehen. So, starten wir sie mal jetzt. Links die Uhr wird gestartet und jetzt warten wir 33 Sekunden und dann machen wir das Ganze von Hand. So, den Autothrust bzw. Autothrottle lasse ich an der Stelle nochmal drin. Stichwort Best Use of Equipment. Im Moment habe ich genug zu tun, um das Flugzeug zu steuern und das Ganze zu kommentieren. Jetzt sollte man etwa mit 600 Fuß die Minute sinken und entsprechend auf den Endflug drauf eindrehen. Und wie gesagt, das sind alles nur leichte Vorgaben. Davon nicht ganz so stark abzuweichen, ist kein Weltuntergang. Ich betone nochmal, das ist ein Visual Approach, der nicht veröffentlicht ist. Das heißt zum einen, dass ihr relativ frei seid in der Ausführung, zum anderen natürlich aber auch, wie hier in diesem offensichtlichen Fall, vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Terrain kriegt. Checkt. Oh ja, ganz nett, hier ist auch noch ein Hafen im Weg. Vielleicht nicht ganz so toll, aber das kann sein, dass deswegen das Minimum für das Circling nicht auf 1000 Fuß above Ground Level, sondern hier in dem Fall 300 Fuß höher ist. Three hundred.
Das ist natürlich perfekter Vorführeffekt, dass ich hier viel zu hoch bin. Aber das sollte kein Problem sein. 50, 40, 30, 20, 10. Ich bin auch noch in der Touchdown-Zone gelandet. Two in reverse. Kein Thema. Reverse lights out. So, ich roll hier noch eben zum Gate. Und das war's dann auch schon prinzipiell für die praktische Ausführung eines Circlings. Mehr dazu dann im Theorieteil. Da habe ich natürlich auch gleich den ersten Bock geschossen. Hier oben steht es ja schließlich. 20 Sekunden plus minus Windkorrektur. Ja, ich habe das Ganze jetzt nicht so genau genommen und mich da an ein anderes Verfahren gehalten. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Nämlich, hier ist gar nichts vorgeschrieben, solange man die Höhen entsprechend nicht unterschreitet und die Circling Area, die sogenannte Circling Area, nicht verlässt. Das habe ich hier in diesem Fall auch nicht getan. Ja, viel zur Theorie gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Vielleicht noch einmal, weil es gerade ein bisschen stressig war. Also wie gesagt, wir sind hier von Geekut gekommen und sind das ILS auf die Piste 2.8 geflogen, sind dann etwa hier bei 1000, in unserem Fall 1500 Fuß ausgelevelt, dann linksrum mit einem 60 Grad Turn, 45 Sekunden lang, dann parallel zur Runway, dann Beam Threshold, hier haben wir die Zeit gemessen, ich habe 33 Sekunden genommen und dann sind wir entsprechend hier kurz vor dem Turn. Am Ende der 33 Sekunden habe ich den Autopiloten ausgemacht und bin das ganze Ding von Hand geflogen mit in etwa 600 Fuß die Minute bis hier. Hier war ich dann auch ordentlich zu tief und danach natürlich ordentlich zu hoch, wie sich das für ein Vorschauvideo gehört. Und sind dann in diese Richtung gelandet. Die Minimums für Circlings, die Minimums für Circlings sind in diesem Fall extra veröffentlicht, direkt in dieser Karte. Wie gesagt, in unserem Fall, wir sind Anflugkategorie C, wie Charlie. Und die minimale Höhe für das Circling wäre hier 1360 Fuß. Ich habe 1500 gewählt. Klassischer Fall in der Luftfahrt, alles was höher ist, ist okay. Ja. Vielleicht noch kurz zu diesem Dokument, das ist enthalten, der Leonardo Maddock. Hier sind auch noch andere Verfahren beschrieben, wie man zur Landung kommen kann. Der Visual Approach an sich, Non-Precision Approaches, Precision Approaches. Ja, hier das Ganze nochmal kurz. Ich habe das Ganze ein bisschen anders gemacht, als es hier war. Hier steht jetzt beim Minimum dann Config Flaps 15 Extended und Gear Down. Bei mir war ich da schon an der 28er Stelle, was einfach auch damit zu tun hat, dass ich viel reden musste und erklären musste und in dem Stress ich jetzt sowieso froh war, dass das so einigermaßen gut geklappt hat. Hier fiel den Zeit, Minimum Descent Height 1000 Fuß, das ist hier Aircraft intern. In der Regel fliegt man ein Circling auch auf 1000 Fuß above ground, so wie es hier steht. Es kann aber natürlich auch was anderes veröffentlicht sein, so wie es in diesem Fall ist, nämlich 1360 Fuß. Wir sind auf 1500 geblieben, haben hier ausgelevelt und sind dann in unserem Fall, hier geht's nach rechts, in unserem Fall sind wir nach links geflogen, 45 Sekunden, dann wieder links, hier in dem Fall jetzt links rum, dann einfach quasi wie in VFR, einfach im Downwind und hier steht es auch nochmal Beam Threshold, diese Bahn, wo man dann auch wirklich landen will. Startet man die Uhr und dann in diesem Fall, wie gesagt, nach 20 Sekunden plus minus Windkorrektur dreht man den Enderflug ein. Ich habe einfach 3 Sekunden pro 100 Fuß genommen. Bei 12 Knoten Rückenwind
hätte ich durchaus auch noch mal was abziehen können, aber es hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Im Nachhinein betrachtet hätte ich wohl besser auch was abziehen sollen, da ja direkt in der Frontpartie die großen hohen Hindernisse, aka Berge, zu sehen waren. Also alles in allem nicht ganz vorbildlich, aber das war ja auch nur, oh Moment, ich muss ja gleich in Genua ein Circling fliegen. Komm, wir nehmen das mal auf, guck mal, wie das aussieht. Und ja, das ist draus geworden. Wie gesagt, hier steht es auch nochmal, 600 Fuß die Minute in etwa, die Sinkrate. Und hier natürlich voll konfiguriert, in dem Fall mit Klappen 28. Das ist eine Landeklappen, also eine Klappen, ein Klappensetting für die Landung in der Mad-Dog. Und ja, wie gesagt, Autopilot off hat man auch. Und wir sind auch an der Stelle eingedreht und haben angefangen zu sinken mit diesen 600 Fuß die Minute. Die Checklisten habe ich jetzt mal weggelassen, die hatte ich sowieso hier an der Stelle schon beendet, die Final Checklist. Hätte sie natürlich auch nochmal lesen können, so ist es jetzt nicht. Aber ja, gut. Wie gesagt, falls Fragen sind, gerne in die Kommentare und ansonsten ist das hier kein wirklich vorbildliches Lehrvideo gewesen, sondern einfach mal ein Entschuldigung, ja, wenn man so will, ein Let's Show, ein ja, guck mal, so sieht das aus. Ich bin eh gerade dabei, dann könnte ich ja auch mal mitschneiden. Das habe ich jetzt einfach mal getan. Mehr zum Thema Circling, nicht ganz so viel, ein bisschen mehr allgemeiner auch zum Thema Abflug- und Anflugverfahren gibt es in einem weiteren Video von mir, das ich im Rahmen des sogenannten IFA-Themenabends der deutschen IVAO-Division veröffentlicht habe, was auch hier auf meinem Channel zur Verfügung steht. Das ist der zweite der IFA-Themenabende. Ja, viel Spaß beim Nachfliegen und macht euch nicht allzu verrückt wegen dem Circling. So schlimm ist es nämlich nicht. Zumindest nicht, wenn man nicht nebenbei noch den Leuten was erklären muss. Vielen Dank fürs Zusehen.